Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir stehen in der Küche und der Uwe hat gerade Kiras Futter in der Hand und sie guckt nur blöd. Happenpappen, Süße. Und wir haben auch Happenpappen auf dem Tisch. Und zwar gibt es bei uns Möhren, Kohlrabi auf rote Linsennudeln. Das ist meine Portion. Oh, jetzt wird der Hund wach. Und rennt, weiß ich nicht wohin. So, jetzt setz mich hin. Und ich habe wieder was gefunden, Leute, was mir passt, ne? Also das hier ist ja, das Oberteil ist ja von Verena. Und ich weiß, Verena, dass das eins deiner liebsten Oberteile war. Und es ist auch eins meiner liebsten durch diese Gebamsel. Und es ist einfach wunderschön, den transparenten Ärmeln und so. Und das hatte ja immer ein bisschen strapp gesessen. Und jetzt, ich stelle euch mal ein bisschen weiter nach hinten, sitzt das wirklich locker. Und das gleiche ist mit der Jeans, die ich gerade anhabe. Die hat mir nie gepasst. Die habe ich mal bei Kick gekauft, für günstig, ne? Und ich hatte zwei, das ist so eine 7, ich zeige euch das nachher noch, so eine 7/8 Jeans. Und ja, ich halt leider nie rein gepasst. Und dadurch, dass sie runtergesetzt war, habe ich es auch gar nicht erst umgetauscht. Und ich habe ja, mein ganzer Schrank ist ja voll mit Klamotten, mit passe ich vielleicht mal rein. Hier, der Uwe haut schon rein. Guten Hunger, mein Liebling. Ja, und schmeckt's? Sagst du jetzt nicht nur so? Super, schmeckt super. Also die Leute, ganz ehrlich, ich konnte mir die, also das sind hier die Kürbis, Möhrchen, Kohlrabi, sind halt Reste von unserem gestern und vorgestern Essen, also mit Hähnchenbrust und auf Kohlrabi Möhrengemüse und eine Kartoffel hatten wir dazu. Und damit ich das nicht wegschmeiße, habe ich mir gedacht, wir haben ja die rote Linsennudeln und das ist ja auch sehr proteinreich und lecker und versuchst du das einfach mal zusammen zu mixen. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oh, schmeckt. Kann ich mir auch immer noch nicht, weil ich habe noch keinen Bissen davon gegessen. Aber wenn der Uwe sagt, das schmeckt, wir machen mal den Taste-Test. Ein paar Nudeln aufwickeln. Eigentlich wollte ich ja nicht mit meinem weißen Dings essen, ne? Ihr seid schuld, wenn ich mich jetzt bekleckere. Mein Sonntagsoutfit. Ich sehe das schon, dass das nicht funktionieren wird. Leute! Vielleicht ist so ein ganzer Löffel auch nicht keine gute Idee. So, ich habe das ein bisschen kleiner gestampft, aber es sind natürlich auch noch ein paar Stückchen. Ne? So sieht das aus. Könnt ihr das gut sehen? Ja. Jetzt versuche ich mal mein Glück, ob ich diesen ganzen Löffel... Rinn, mach die Luke auf. Nochmal, zieh. Ja, schmeckt. Also das war jetzt wirklich nach dem Motto, ich schmeiße in die Pfanne und hoffe. Und das hat sich gelohnt. Ich finde auch die Linsennudeln, die sind auf den Punkt, ne? Bis fest. Ja. Und die schmecken halt toll, ja. Hm? Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn es das bei euch gibt. Linsennudeln, rote Linsennudeln, versucht das mal. Na gut, also ich zeige euch nachher, wenn ich hier fertig gegessen habe, nochmal mein Outfit of the day, wie das im Ganzen aussieht. Und dann wollen wir noch mal ein bisschen rausgehen, einen Sonntagsspaziergang machen, sozusagen. Und mal sehen, ob wir euch mitnehmen. Was sagst du? Mal sehen. Kommt auf die Führung von den von YouTuber. Von der Weite. Community. Mhm. Ich muss ausmachen. So, wie versprochen, jetzt nochmal schnell das Outfit of the Day. Ich drehe euch um. Also, das Oberteil
ist von Verena. Und guck, wie locker das inzwischen sitzt, ey. Es ist so cool. Und diese Hose hier. Ach nee, ich muss ja so machen. Die habe ich mal, wie gesagt, bei Kiki im Sale geholt. Und da hatte ich nie reingepasst. Das ist so eine 7/8. Und jetzt freue ich mich so unfassbar darüber, dass ich da reinpasse, ohne dass irgendwas kneift. Ne? Einfach nur mega. Ja, ich habe gerade noch gezockt und jetzt ist der Controller ausgegangen. Und was soll ich sagen hier, der Uwe hat auch gezockt. Anno. So, ich mache mich jetzt fertig. Noch ein bisschen ja, Schuhe anziehen und so was, ne? Und dann fahren wir los und machen einen kleinen Ausflug, einen kleinen Familienausflug. So, wir sind jetzt fast da. Aber ich wollte euch mal zeigen, ich weiß ja nicht, ob ihr das seht, aber da sind Hotte Hüs. Und das habe ich euch ja vorhin schon erzählt, dass hier auch so ein Reiterhof ist. Aber man riecht es überhaupt nicht, ne? Ja. So, und ansonsten befinden wir uns jetzt hier auf dem Privatweg, wo vorne steht ein Schild dran, der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber wir sind ja trotzdem hier. Tja, wir gehören zu der Öffentlichkeit. Ja, und wir dürfen hier nicht rein. Ja. Wir machen das. Da kennen wir nichts. Ja, nee, also man kann das Schloss selber, glaube ich, jetzt nicht mehr besichtigen, aber den Schlossgarten normalerweise. Schloss kann man nur im Mai bis, weiß ich nicht wann, besichtigen. Nicht so lange halt, ne? Und ich vermute mal, weil hier gerade wieder welche zurückgelaufen sind, dass es zu ist. Das hängt halt immer davon ab, ob die Familie ja aufmacht oder nicht. Ne? Wenn zu ist, ist halt zu und dann können wir nicht rein in den Schlossgarten. Wenn es jetzt offen sein sollte, dann gehen wir rein. Hier, und der kleine Hund ist auch dabei. Endlich mal neue Düfte und Gerüche, ne? Weil hier waren wir mit Kira noch nie. Es ist einfach echt schön, ne? Hier. Immer wieder denke ich das. Früher wusste ich auch mal, wie der Reiterhof heißt. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube, wenn ich euch jetzt sage, dass wir parallel, also da, Moment, da sind wir lang gefahren zum Baden. Ja, so sieht es mal aus. Kira, wo willst du hin? Rübe! Ach, die ist so süß. Die ist einfach so schnuckelig, ja. Ja, mit Kira haben wir echt einen Fang gemacht. Es ist ein bisschen doof, jetzt hier zu laufen, weil ich habe mein Fahrrad in der Hand. Und hier ist Kopfsteinpflaster. Das heißt, ihr wackelt. Ja, das sieht zu aus. Also die Familie Humboldt lebt hier immer noch. Ich glaube, hier sind auch die Gebrüder Humboldt begraben. Und vorne ist ein Erinnerungsstein, so ein Stein halt für den Ziehvater. Kira, ja, ja. Für den Ziehvater. Ja, da vorne ist ein Schild. Ich muss mal gucken, was da steht. Ich vermute mal, hier ist auch privat. Also hier würde ich jetzt nicht einfach reingehen. Ja. Hier sehe ich Fußballtore. Wahrscheinlich auch für, vom Freizeitzentrum ist er hier oben auch. Und ein Treffpunkt für Ältere. Ja, ihr Lieben, es ist doch offen. Und ich drehe euch jetzt einfach mal um. Und den Hund müssen wir erstmal an der Leine nehmen, Schatz. So, es ist doch offen. Und ich drehe euch mal um und zeige euch mal das Schloss.
Hierher. Das ist das Schloss Tegel. Ja, für mich sieht es eher wie eine Villa als wie ein Schloss aus, aber gut. So, und hier steht Schloss Tegel, Privatbesitz. Kira, hierher. Komm her. Du musst an die Leine. Kein Durchgang zum Tegeler See. Und Besichtigung des Schlosses nur mit Führung Mai bis September. Ja, Verena, Pech gehabt. So, feiertags ist geschlossen. Besichtigung des Parks täglich auf Widerruf bis Sonnenuntergang. Ja, nicht rauchen, Hunde an der Leine führen, nicht Fahrrad fahren. Ja, so sieht es jetzt mal aus und da gehen wir jetzt mit euch rein. Aber ich muss vorher natürlich aus meinem Fahrrad die Handtasche holen und das Fahrrad selber auch anschließen. Ne? Sonst vermehrt sich das aus Versehen noch. Ja. So, ich habe gerade gelesen auf diesem Schild, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen gehabt, als ich das andere vorgelesen habe, dass hier Filmen verboten ist. Verboten in Anführungsstrichen, denn hier steht, die Anfertigung und Verwendung von Foto-, Video- oder Filmaufnahmen ist nur für private Zwecke gestattet. Also deshalb werde ich jetzt hier ausmachen und wir werden uns das Schloss jetzt ohne euch angucken, sorry. Es ist halt leider für die Öffentlichkeit unser YouTube-Kanal und deshalb, das werden wir also respektieren und ich mache die Kamera aus. So, wir sind jetzt hier, ratet mal, am Tegeler See und wir haben echt Bombenwetter, oder? Ja. Ja, also das jetzt am Tegeler Schloss war sehr schön da. Also wir sind auch ein bisschen im Wald dort spazieren gewesen. Ja. Da hätte ich sicherlich filmen können, aber es ist halt nur Wald gewesen. Und genau, wir gehen dann nochmal dahin, wenn Verena da ist. Und dann gehen wir auch ins Schlossgarten, ne? Und dann gucken wir uns das da alles schön an. Ja, jetzt, leider, dass man da nicht filmen darf. Ja, ne? Wirklich schade, weil das ja wirklich erhaltenswert ist. Also wir haben da auch ein, ich sag mal, so ein Eintrittsgeld bezahlt. Ein Euro haben wir im Briefkasten geschmissen, damit das erhalten werden kann. Ne? Damit wir das gucken können. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das so eine Art Eintrittsgeld gibt und auch Schlossbesichtigungen sind. Aber vorne ganz groß dran schreibt Privatweg, Durchgang verboten. Ja. Also finde den Fehler. Ha? So, Uwe und Icke, also und natürlich auch die Kira, die ist jetzt noch hier drin. Ne? Die Maus. Oh Leute, ist das schön. Wir wollen jetzt hier noch mal ein bisschen spazieren gehen an der Promenade und danach immer noch ein Eis essen. Ja. Das haben wir uns jetzt so vorgenommen, oder? Ja. Genau. Aber ich werde die Räder jetzt nicht hier anschließen. Nee, wir gehen mit den Rädern so in die Schicke noch. Genau. So, wir beide sind jetzt im Eiscafé. Zu dritt. Zu dritt, ja, Entschuldigung, die Kira ist hier natürlich auch. Hat auch was zu suppeln bekommen. Und wir sind hier im La Donna, hier sind wir noch nicht gewesen. Aber hier gibt es noch humane Preise. Uwe hat sich jetzt einen Früchtebecher ausgesucht. Ja. Und die Susi hat Spaghetti-Eis. Ja, passt voll in die Diät, ne? Aber besser jetzt nicht. Aber das ist halt der letzte schöne Tag und den wollen wir wirklich in vollen Zügen genießen. So, hier ist La Donna und ich bin gespannt. Noch Lena ging's nicht. Das ist doch ein Riesenbecher. Ja, und hier ist mein Spaghetti-Eis. Ist ja der Wahnsinn. Ja, dann lass dir schmecken. Du dir auch. So, Taste-Test. Danke, gleichfalls dir. Ja, Wahnsinn. Ne? Aber wir beide haben ja dasselbe. Mhm. Ich auch und das ist auch riesig. Also, das ist super lecker, das Eis. Kann ich wirklich nur sagen. Und Maus?
Wissen Sie, was das ist? Eine Melone sicherlich. Weiß ich, wa? Hm. Schmeckt gut. Ja? Schmeckt es dann nach Melone? Ja. Also der Uwe kämpft ja schön mit seinem Eisbecher. Ja. Der war aber auch echt riesig, ne? Wahnsinn. Ja. Und super lecker. Also mir hat das sehr gut geschmeckt hier. Und ja. Komm mal weiter mit dir. Wenn er in Berlin kommt, müsst ihr hierher kommen, Eisern. Ja, La Donna, genau. Also hier, ich habe Uwe gegessen, ne? Der Uwe kämpft noch. Also und früher wäre so ein Riesenbecher überhaupt kein Problem gewesen. Wieder zu Hause. Hund ist auch da. Und Uwe kommt gleich. Der muss ja mal mit Anhänger das große Tor aufmachen. Ja, es war ein wunderschöner Ausflug auf jeden Fall. Das Eis war super lecker. Danach gab es nochmal die Begegnung der dritten Art. Da ist Uwe. Ja, da hat man sich an unsere Fahrräder gestört, die am Rand standen und man mit dem Auto angeblich da nicht vorbeikam. Naja. Also ich räume ein, an dem Anhänger wäre es ein bisschen schwierig gewesen, aber wir haben jetzt nicht im Weg gestanden, oder? Nee, ich fand dich wohl nicht. Ja. Gott, und wie die sich aufgepuppt haben. Die hat und angeblich drei schreiende Kinder im Auto und der hat aber... Ich nicht gehört davon. Nee, ich auch nicht. Das habe ihr dann auch gesagt. Ich sage, komisch, ich höre nicht, dann muss ich wahrscheinlich ein Hörgerät brauchen. Ja, es gibt schon komische Menschen, ehrlich, ne? Das ist so schönes Wetter, das ist Sonntag und weißt du, ja, Familie ist scheinbar ganz schön schwierig, ne? Ja, so, wir werden jetzt die Räder da reinschmeißen wieder. Hast du eigentlich schon den fertigen Schuppen gezeigt? Ja, ich habe ihn gerade schon mal gezeigt. Okay, ja. Und dann geht's nach oben erstmal was Kaltes trinken, weil ich kann ja immer nach so einem Essen nicht direkt trinken, ne? Ach, wo hast denn die her? Ich habe hier vorhin noch. Ja, ich habe hier von dem Gebamsel, was hier dran ist. Ja, ich glaube, man sieht es vielleicht so besser. Hier an der Seite fehlt was. Das ist abgerissen. Leider abgerissen. Und das werden wir jetzt auch oben gleich mal reparieren. Weil das ist ja hier nur so eine Öse. Und weil ich die Handtasche Crossover getragen habe, ja, hat das abgerissen. Ja, das übrigens. Die Handtasche, die ich heute bei hatte. Ach, du musst die Handtasche haben. Ach. Ach nicht, doch nicht. Ja. Also Uwe hat sein Eis kaum geschafft. Ja, ich habe ganz schön zu kämpfen gehabt. Und mit Brainfrost. Ja, das Problem ist, ich kann nicht viel Eis essen, den Vertrag keine Kälte. Ja, und ich konnte Uwe jetzt auch nicht wissen, wie helfen, weil ich habe ja keinen Platz mehr im Magen. Ja, so. Zack, Akku raus. Ich liebe es einfach. Ja, stell dir hin. Guck mal, die Dahlien. Oh, die ist so schön. Ich denke, der Uwe nimmt euch bestimmt gleich mal ein bisschen näher hin. Aber das kann ich ja auch machen. Das ist wieder Hashtag der arme Uwe. Also das ist ja eher die große. Aber guckt euch an, wie riesig die geworden ist. Toll. Ja, und das ist die kleine. Hallo. 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 So, ich will euch mal was zeigen. Dun, dun, dun. Thekla ist auch da. Diese Thekla natürlich auch. Die bleibt uns treu. Die bleibt uns treu. Genau. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, außer dass das echt ein richtig schöner Tag heute war. Ich habe den sehr genossen. Morgen, ihr Lieben, soll es ja regnen, ne? Ich weiß nicht, wann es wieder die nächste Hochperiode gibt.
Ich hoffe ja, dass wir noch mal einen schönen goldenen Oktober bekommen. Aber ich weiß auf jeden Fall von der Wettervorhersage, dass jetzt die nächste Woche nur Regen ist und kalt wird. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir das heute noch ausgenutzt haben. Aber Kira, die hat so ja keinen Bock gehabt. Die wollten nach Hause. Ja. So ist das. Was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, irgendein Schätzelein von euch hat gefragt in den Kommentaren, ob ich mir auch Oberteile von Halara mal geholt habe. Und da kann ich klar sagen, nein, weil da ist nichts bei für meine Figur. Also das ist alles mit Cutouts oder dünnen Trägerchen oder irgendwas. Also ne, wenn man hier so... Da habe ich nicht den Halt, da habe ich nicht die Figur für diese Oberteile. Ja, vielleicht entwirft Halara ja irgendwann auch mal was nicht so viel Cutouts oder Rückenschnürungen mit Cutouts hat und sowas, was so die normale Frau auch tragen kann. Aber ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen. Und ich wollte das eigentlich noch schriftlich beantworten, aber ich habe mir gedacht, vielleicht haben sich das schon viele gefragt und die würden ja dann die Antwort ja nicht lesen und deshalb sage ich das so. Also das sind eher so Oberteile, finde ich, ist jetzt subjektiv, ne? Für schmale Figürchen. Also ich gucke ja auch den einen oder anderen Haul und wenn ich da Mädels sehe, die eine ähnliche Figur haben oder eine ähnliche Brust wie ich in der Größe, dann denke ich immer für mich, ne? Also ich will hier überhaupt gar keinen Shame, das muss ja jeder, muss ja das tragen oder anziehen, in was er sich wohlfühlt. Aber ich denke dann immer, nee. Nee, einfach nee. Das ist einfach nichts für Mutterns Tochter. Ja? Deshalb, selbst wenn ich jetzt mein Idealgewicht hätte, hätte ich aber trotzdem zu viel lose Haut und alles und auch da würde ich es dann nicht anziehen. Aber die jungen Mädels oder die eine richtig tolle Figur haben, die vielleicht auch noch definierte Muskeln und alles haben, ist das sicher richtig schön. Aber nicht für mich. So, der Uwe war ja gestern bei der Packstation, denn wir haben ein Schätzelein-Päckchen bekommen. Dong, dong, dong. Päckchen ist gut. Für mich ist es ja schon ein Paket, ja. Und zwar hat die liebe Kerstin uns ein Überraschungspaket hergeschickt. Wir wussten davon nichts. Und wir sind sehr gespannt, was die liebe Kerstin eingepackt hat. Also Kerstin, eins kann ich sagen, du hast es super eingepackt. Bombenmäßig. Also da kommt kein Kratzer ran, da kommt kein Tropfen Wasser durch, nichts. Ist sowas von isoliert. Hast du super gemacht. Ja. So, oh, wie süß. Und das schöne Papier machen wir kaputt dadurch. Ja, da ist ihr Geschenkpapier also von der anderen Seite. Ja. Kann es sein, dass du irgendwie ein bisschen weiter wegstehst? Ja, der Hund steht weg. Okay. Schiebt also, mich hier weg. Ich sehe schon, hier öffnen. Danke für den Hinweis. da steht noch irgendwas. Hier ist oben oder so? Oben. Sehr gut. Guck was? Mal, schöne Kinderpapier. Oh mein Gott, ist das schwer, Kerstin. Ja. So, wisst ihr Bescheid, ne? Hier ist oben. Hier, Schatz, ich dreh das mal um. Ja, nicht nach unten. Ja, weil man hier das öffnen soll. Ja. Ach, super. Also es ist verrückt. Also ich fasse das Messer nicht mehr an, ne? Nachdem ich mir hier immer so in meinen Daumen reingeschnitten habe und der Uwe das so geschärft hat, denke ich mir, ich fasse das lieber nicht mehr an. Das ist eine richtige, naja, Mimimi, ne? Weißt du ja nicht, Messergabe, Schere, Licht, ja, das ist nicht super. Für kleine Kinder. Nee, das geht da anders, du reibst dich doch nicht. Doch. Das geht nicht. Wie denn? Messer, Gabel, Schere, Licht ist für kleine Kinder nicht. Ach so, na gut, also ja, ähnlich. Ja, ja. Vom Grundding her wissen wir Bescheid.
Ah, der Uwe hat es gleich auf. Oh, oh nein. Kerstin, bist du verrückt? Ja. Ich sehe es einfach schon, dass es wieder randvoll ist und mit so schönem Geschenkpapier eingepackt. Oh. Nein. 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 Oh, wie cool ist das denn? Leute, ich zeige euch mal. Advent, ein Lichtlein brennt. Ein Adventskalender. Ja. Oh, wie cool ist das denn? Irre. Wir haben auch ein Kärtchen. Die Karte darf jetzt schon vorgelesen werden, obwohl es erst September ist. Ja. Okay. Oh Gott, wie süß ist das denn? Niedlich. Oh Mann, Kerstin, ey, das ist ja nicht dein Ernst. Ach, total schön, ehrlich. Also hier steht drauf, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also wie Hammer bist du denn, ehrlich? Ach, nee, also, ich lese mal vor. Hallo ihr drei Lieben, mit einem Herzchen. Also das kriegst du erstmal direkt zurück, ne? Kira, du kannst auch eins machen. Dies ist ein Adventskalender mit Kleinigkeiten für eure ganze Familie. Mal ist Uwe dran, mal Susi oder Kira. Und manches ist einfach für euch gemeinsam. Da ich ein riesiger Weihnachtsfan bin, bin ich bereits jetzt schon dabei, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und Adventskalender für meine Lieben zu basteln. Ihr gehört dazu. Oh Gott, wie süß bist du denn, ey. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Also ich falle hier wirklich vom Glauben ab, ne? So, ich schaue das ganze Jahr über eure Videos und liebe, wenn ihr an manchen Monaten täglich filmt. Nächsten Monat, Freunde. Ja. Ihr seid einfach toll und Vorbild, wie lustig, fit und liebevoll ich später mit meinem Mann mein Leben verbringen möchte. Aktuell sind wir noch 44. Noch. Noch. Also als ich 44 war, wer erinnert sich, habe ich zum 44. Geburtstag als Geschenk bekommen vom Uwe. Wer erinnert sich, der schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, ich werde es natürlich am Ende des Videos auflösen. Warte, weißt du noch, was du mir zum 44. geschenkt hast? So viele mal geschenkt, ich wüsste es nicht mehr. Als ob. Nee, weiß ich nicht. Nein? Doch, jetzt weiß ich. Ja, ich weiß. Das ist was sehr Individuelles gewesen. Ja, jetzt weiß ich. So, also war 44 toll. Also ich wünschte mir manchmal, ich wäre auch noch 44. Das war schon schön, ne? Da war Uwe auch noch jünger. Und geile Zeit. Ach ja, aber Leute, 20 möchte ich heute auch nicht mehr sein. So, eine schöne Herbstzeit für euch. Viel Spaß im Dezember beim Auspacken der einzelnen Päckchen. Alles Liebe von Kerstin aus Nordrhein-Westfalen. Oh, Kerstin, ey, du bist so Hammer. Es ist verrückt. Warte, wir machen mal auf und heben mal hoch, ne? So, guckt euch das an. Oh. Da will. Alle gut. Da wollte die vorwitzige 10 schon wieder raus. Die kommt natürlich wieder rein. Oh, wie toll du das einfach gemacht hast. Also vielen, vielen, vielen Dank, liebe Kerstin, für diese. Das ist ja wirklich mal eine mega Überraschung. Die Karte, die werde ich da wieder rein. Ja. So. Den Umschlagschatz kannst du mir den auch nochmal geben. Aber wahrscheinlich. Und dann kommt natürlich, wenn Dezember ist, die Karte zu den anderen Weihnachtskarten, die wir bekommen, mit an den Schrank, ist ja klar. Und da wirst du dann mit dranhängen und geehrt natürlich, ne? Weil ich finde das so hammer, ehrlich. Also ich habe jetzt tatsächlich auch schon angefangen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Die meisten habe ich tatsächlich schon, aber ich habe noch nichts für unseren Adventskalender. Es wird aber auch von Jahr zu Jahr immer schwieriger, irgendwas Kleines zu besorgen. Ne? Der Uwe, der hält sich ja immer sehr vornehm zurück mit seinen Wünschen.
Wenn er Wünsche hat, hat er nur große Wünsche? Ja, weiß ich. Ich habe einen Wunsch. Ein Ampelschrauber, oder was? Ja. Und ein E-Bike. Nö, E-Bike jetzt nicht. Erstmal ein Akkuschrauber und eine Stichsäge. Ach, die Stichsäge ist auch kaputt. Ja, die ist auch kaputt. Ja. Wenn mal kaputt geht, dann kommt dann alle mit einmal. Immer, alles auf einmal. Also hier, ich freue mich so wahnsinnig darüber, ganz ehrlich. Überleg doch mal, die Kerstin hat da gesessen, hat 24 Päckchen, oder gehe ich jetzt mal von aus, eingepackt und hat jedes Mal an uns dabei gedacht. Wie süß ist denn das? Ja, also, Kerstin, ganz, ganz dicken Knutsch in deine Richtung. Und ja, jetzt kann ich das überhaupt nicht abwarten bis Dezember. Müssen wir noch ein bisschen aushalten. Päckchen kommt ums Eck, aber das ist ja nicht der... Keller. Das ist ja nicht der erste Adventskalender. Nein. Ihr habt es ja mitgekriegt, die Daniela aus Österreich hat uns ja auch schon den Adventskalender geschickt. Also wir können uns wirklich wieder auf schöne Auspackvideos freuen im Dezember. Und ja, und wir würden einfach an dieser Stelle jetzt das Video beenden. Ne? Ja. Was hältst du davon? Ja, das bin ich auch der Meinung. Ja. So. Also es war ein wunderschöner Tag heute. Kann ich nicht anders sagen. Übrigens hat Uwe wieder repariert. Direkt, als wir nach Hause kamen, hat er sein Werkzeug geholt und hat gesagt, hier, zieh dich aus, kleine Maus. Mach dich nach dich. Ja, denn ist das jetzt wieder heile. Meine Handtasche hat das leider abgerissen. Naja, ich hab zu viel drin wahrscheinlich. Aber jetzt freut mich, dass wieder heil ist. Aber ich schweife schon wieder ab. Ne? Wir wollten uns ja aus dem Video verabschieden. Wir wollten. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr wieder bis hierhin zugesehen habt. Was sollen unsere Schätzelein denn posten? Ein Eis. Gibt es denn ein Eis? Ja, es gibt bestimmt einen Eisbecher-Emoji. Ja, Eisbecher. Genau, weil wir Eis essen waren. Und ich wünsche mir auch ganz viele grüne Hoffnungsherzen. Ja, das finde ich auch schön. Und grüne Herzchen bitte. Ja. So, ihr Lieben. Aber nichtsdestotrotz, danke fürs Teilen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Vielen Dank für eure Liebe in den Kommentaren. Wir, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann ist es ja schon passiert, weil dieses Video wird ja erst Freitag kommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sehen uns morgen im Live, aber nein, da wartet Live ja schon, ja, wenn stimmt. ihr dieses Video seht. Also deswegen sage ich einfach nur das, ne, was wir immer sagen. Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Süßen. Ihr kleinen Zuckerschnuten. Schön, dass es euch gibt. Und Kerstin. Danke.